Dafür trainieren sie seit einem Jahr. Isabel Spahl ist schon seit 15 Jahren bei Cheer Force Lightning in Koblenz. Und sie weiß, bei der Europameisterschaft muss alles perfekt sitzen, denn ihr Auftritt vor der Jury dauert nur 2,5 Minuten. Wir haben nur diese eine Chance. Wir müssen in diesen 2 Minuten 30 100% auf der Matte geben. Wir müssen alles stehen und auf den Punkt bringen. Es gibt nur diesen einen Moment, den die Jury entscheidet. Und wenn wir da nicht 100% Leistung bringen, dann haben wir leider den Sieg verschenkt. Aber dafür sind wir hier und trainieren, dass wir das 100%ig schaffen am Samstag. 3, 5, 7, 1. Akrobatik, Tanz, Ausdruck. Cheerleading ist Leistungssport. Wie fast alle hier ist Isabel Spahl schon während ihrer Schulzeit Cheerleaderin geworden. Für ihre Leidenschaft muss die 30-jährige Projektmanagerin auf vieles verzichten. Ja klar, das bestimmt mein Privatleben. Ich stehe dreimal in der Woche in der Halle und stelle, wenn möglich, alles hinten an. Dann müssen halt mal Geburtstage von der Familie einen Tag auf mich verzichten, damit ich hier in der Halle mit meinem Team trainieren kann. So läuft das bei uns allen. Und Disziplin und ein starker Wille haben sie auch vergangenes Wochenende schon weit gebracht. In Aschaffenburg wollten sie deutscher Meister werden. Doch dann ein kleiner Patzer und es wurde Platz 3. Bei der Europameisterschaft soll das nicht noch einmal passieren. Für Trainerin Sarah Urmitzer geht es jetzt darum, nach der Enttäuschung vom Wochenende wieder nach vorn zu blicken. Man hat immer ein Tief, wo man die Leute auch wieder rausholen muss. Und aber es macht immer wieder Spaß, dann die Leute zu motivieren. Und wir sind jetzt auf einem super Hoch. Und ich denke, das reicht auf jeden Fall am Wochenende, um die Meisterschaft zu rocken. Mit einem dritten Platz will sich hier niemand mehr zufrieden geben. Dafür haben sie zu lang trainiert. Auch Isabel Spahl will ganz nach oben, auf die Siegertreppe. Dieser Titel würde mir alles bedeuten, dafür mache ich den Sport, um zu gewinnen. Ich will auf der Matte alles geben und zeigen, wofür wir so hart trainiert haben, jetzt ein Jahr lang. Und gerade im Moviepark in Bottrop ist es eine ganz besondere Atmosphäre. Unter so vielen Sportlern, Europas größte Cheerleading-Meisterschaft, dort zu gewinnen, macht einiges aus. Sie sind bereit. Am Samstag werden sich die Cheerleader aus Koblenz mit 5.500 anderen Sportlern messen. Ja!